Hi zusammen, ich melde mich wieder ganz aktuell. Ich werde das Video jetzt direkt mit dem Handy auch hochladen. Aus dem Krankenhaus. Also wir sind jetzt hier gerade im Klinikpark. Hier ist es richtig, richtig schön. Wir gehen mit Babykugel spazieren. Alex ist jetzt noch auf der Bank, weil ich das Video in Ruhe abdrehen wollte. Ja, ich bin jetzt schon im Krankenhaus. Eigentlich sollte er morgen früh eingeleitet werden um 9 Uhr. Ich bin jetzt schon im Krankenhaus, weil Fruchtwasser abgegangen ist und deswegen sollte ich mich direkt im Kreißsaal melden. Tut mir leid, wie ich aussehe. Meinen Zugang habe ich auch schon bekommen. Ich habe auch schon eine Antibiose bekommen, weil halt die Blase oben eingerissen ist und wegen der Infektionsgefahr gibt es dann dreimal Antibiose. Ich bin ein bisschen aus der Puste, tut mir leid. Ja, mein Muttermund ist auf 2 bis 3 cm schon offen. Ich habe aber keine schmerzhafte Wehen und der Befund ist soweit gut. Was kann ich euch noch erzählen? Genau, ich bin in den Kreißsaal gekommen um 18 Uhr, habe da ein CTG geschrieben. Die Wehen waren auch schon zu sehen, aber wie gesagt nicht schmerzhaft. Und die möchten heute noch nicht einleiten, weil es soll heute Nacht auch noch mal von alleine losgehen. Da würden sich natürlich alle sehr freuen und ich mich auch. Ich soll jetzt viel spazieren gehen und ich nehme so ein Pulver. Ich kann euch das mal zeigen. Moment, einmal Handwechsel. Das ist dieses hier, Quarz D12. Das ist homöopathisch. Eigentlich glaube ich daran ja nicht. Das muss ich jetzt immer alle halbe Stunde nehmen. Aber ich muss sagen, auch auf dem CTG hat man gesehen, dass es anschlägt. Also das macht die Wehen schon intensiver. Bin ich gespannt. Und dann warten wir ab. Ich muss um 22 Uhr wieder zum CTG in den Kreißsaal. Und ja, wir haben schon lecker gegessen. Es gab ganz normal Graubrot mit Käse, Aufschnitt und Wurst und Joghurt. Der war übrigens sehr lecker. Kirschjoghurt mit Mandelsplitter. Guck mal, wie schön das hier ist. Ja, wie gesagt, ich sehe ein bisschen fertig aus. Aber es ist auch nicht so ohne. Man ist ja immer doch noch aufgeregt. Ja, wenn sich heute nachts nichts tut, dann wird morgen mit Gel oder Tabletten eingeleitet. Ich habe mit der Ärztin schon gesprochen und sie meinte, ich könnte mir das selbst aussuchen. Ich habe mich aber für das Gel entschieden, weil es einfach nicht ganz so schnell geht mit dem Gel. Das Kind hat nicht so viel Stress, weil das Gel einfach sanfter ist, genau. Ja, ich wollte euch jetzt einfach mal direkt aus dem Krankenhaus berichten. Ich hoffe, das gefällt euch, so aktuell mal mit dabei zu sein. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch schaffe. Spätestens dann, wenn die Wehen schmerzhaft sind, höre ich auf. Dann wird Alex weiter vloggen und dann werde ich einen schönen Vlog für euch zusammenschneiden. Und es wird auch noch ein Geburtsvideo geben mit dem Namen von der kleinen Maus, den wir dann auch bekannt geben werden. Ihr fragt da ja immer nach und ja, wir warten jetzt ab. Leona ist bei Oma und Opa. Sie hat auch genügend Sachen mitbekommen. Sie wird dann die nächsten Tage da schlafen. Ach so, und wir haben ein Familienzimmer. Also Alex und ich sind zusammen auf einem Zimmer, haben unsere Ruhe und es ist einfach total schön. Wir genießen jetzt noch die letzten Stunden oder Tage. Man weiß ja nie, wann es losgeht. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch und ich halte euch auf dem Laufenden. Bis bald!